Der Extremsportler Aaron Durogatti hat sich auch in diesem Jahr in den erlauchten Kreis der Finisher bei der X-Alps eingetragen. Der Meraner beendete das Fly-and-Hike-Rennen von Salzburg nach Monte Carlo auf Platz 9. Nach der obligaten Erholungsphase steht der Meraner inzwischen wieder voll im Training. Schließlich gilt es im September, den Titel beim Dolomitenmann in Lienz zu verteidigen. Dolomitenmann als Wettkampf ist etwas ganz Besonderes. Es geht um zweimal fliegen, zweimal laufen. Genau der zweite Lauf ist super steil, richtig streng und eigentlich die steile Strecken liegen mir ziemlich gut. Wichtig in der Vorbereitung ist es, das richtige Material herauszutesten, denn Gleitschirm ist nicht gleich Gleitschirm. Da hilft Durogatti sein Heimrevier. Ich kann in Dorftirol auf der Mut eigentlich ganz ähnlich trainieren wie in Lienz. So normal tue ich allem so ja, fast einen Monat vor dem Dolomitenmann jeden Tag auch das Fliegen in Dorftirol so trainieren. Und ja, scheinbar geht es gut. Aaron Durogatti ist der einzige Paragleiter, der zwei Weltmeistertitel in der Tasche hat. Natürlich ist der dritte Titel im Februar ein Ziel, doch der Extremsportler peilt auch noch andere Rekorde an. Erstmal in Mitte Oktober fahre ich einen Monat nach Brasilien. Da probiere ich so einen Weltrekord in Streckenfliegen. Der offizielle Weltrekord im Streckenfliegen liegt derzeit bei 564 Kilometern, geflogen im Oktober 2013. Das ist in etwa die Strecke Bozen-Rom.